was auch ganz wichtig ist, wenn ich das sagen darf, ist Hilfe für Kultur. Wir haben bislang schon im Mittelpunkt gehabt, kulturelle Einrichtungen zu unterstützen, Einnahmeausfälle da entsprechend auszugleichen. Mit Soforthilfen und Notprogrammen und Kreditprogrammen kann vielen Einrichtungen, Unternehmen geholfen werden. Musikschulen werden von uns weiter unterstützt. Aber ehrlicherweise gibt es eine Gruppe, die bislang durch jeden Raster fällt. Das sind die Künstler. Wir haben rund 30.000 in Bayern, die in die entsprechende Sozialkasse einzahlen. Das sind Künstler, Musiker, Schauspieler, Kabarettisten, viele, viele. Nicht alle haben die besten Fernsehhonorare. Viele haben auch keine Betriebskosten, logischerweise. Und sie haben das Problem, dass ihre gesamten Honorare ausfallen werden, ohne Ersatz. Ganz ehrlich, ich finde, dass es nicht richtig ist, da nur Hartz IV als Alternative anzubieten. Das ist auch einem Kulturstaat wie dem Freistaat Bayern nicht angemessen. Wir haben uns noch einmal umgesehen, was andere machen, und wir schließen uns dem Konzept von Baden-Württemberg an. Da erhalten die Künstler für die nächsten 3 Monate 1.000 Euro pro Monat als Unterstützung. Das ist ungefähr 100-Millionen-Topf. Ich sage ganz ausdrücklich, Bayern ist ein Kulturstaat, und wir wollen die Kunstszene und die Künstler nicht allein lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren.